Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit jemandem, den ihr noch gar nicht von YouTube kennt, eher von Instagram. Also ich hoffe, ihr habt ihn zumindest dort abonniert. Link ist unten jetzt schon mal in der Videobeschreibung, beziehungsweise auch im ganzen Kanaltitel findet ihr den Namen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Arman von Einfach Krypto. Ja, moin, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich auch. Wir haben jetzt schon länger Kontakt. Immer wieder auch Instagram-Kontakt natürlich, gegenseitig immer ein bisschen pushen. Also solltet ihr auf jeden Fall, wer zumindest mich auf Instagram schon abonniert hat, solltet ihr auch von Einfach Krypto bzw. von Amann auch schon des Öfteren was gehört haben bzw. auch gelesen haben. Ich würde sagen, wir starten sofort durch. Stell dich doch einfach erstmal vor. Ja, moin, ich bin Amann. Ich betreibe jetzt seit ein paar Monaten den Insta-Kanal Einfach Krypto. Dort versuche ich halt so einfach wie möglich alles Mögliche über Krypto zu erklären, ob es Coins sind, was ist Bitcoin oder was ist Blockchain, mit einfachen Worten zu erklären. Und so sind wir ja auch in Kontakt getreten. Genau. Danke dir nochmal für die Einladung. Ja, kein Problem. Ich meine, guter Content. Also bei dir kommt ja täglich, momentan zumindest täglich, irgendwelche Coin-Vorstellungen, irgendwelche Erklärungen und so. Machst du auf jeden Fall top. Kann ich wirklich nur jedem da draußen empfehlen. Also wer es noch nicht gemacht hat, lasst auf jeden Fall mal ein Abo und mehrere Likes auf jeden Fall auf dem Instagram-Kanal da. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt richtig durch. Wie bist du denn überhaupt zu Krypto gekommen? Fang doch einfach mal an. Gute Frage, gute Frage. Ich habe mal überlegt, ich glaube, den ersten Kontakt so mit Bitcoin, Krypto, ich meine, früher war es ja fast nur Bitcoin, war, glaube ich, noch in der Schulzeit. Dort habe ich so erfahren, was Bitcoin ist, aber es war mir alles zu kompliziert. Im Nachhinein wäre es schön gewesen, hätte ich doch investiert, aber habe es nie gemacht. Tatsächlich hat mich aber die Technologie gefasst, habe dann auch viel über Blockchain im Allgemeinen gelesen, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, nie investiert. Mehr, ja, ich bin immer mehr in die Richtung Aktien gegangen, schon seit ein paar Jahren dort investiert. Das ging aber dann immer weiter in die passive Richtung, heißt ETFs, Sparpläne. Und dann brauchst du dich ja kaum damit befassen, sodass ich dann vor circa anderthalb Jahren gesagt habe, ey, ich habe gerade Zeit, da hatte ich meinen Bachelor rum durch, ich befasse mich mal jetzt richtig mit Krypto und habe mir auch vorgenommen, ey, egal was passiert, diesmal investiere ich. Und dann hat es mich halt gefasst, weil ich habe mich dann nicht nur mit Bitcoin auseinandergesetzt, sondern wirklich mit den unterschiedlichsten Coins und seitdem immer noch. Es Jetzt ist fast irgendwann eine täglich Sucht, damit zu ne? tun. Irgendwann, wenn es mal einen Ja, so genau. gepackt hat, ist es einfach eine Sucht. War ja bei mir im Endeffekt das Gleiche. Einmal drin und man lässt einfach nicht mehr los. Auch vorher, ich habe nie wirklich Aktien gehalten, bin ich ehrlich. War nie so wirklich mein Ding. Du hast ja gesagt, du bist eher so mit Aktien eingestiegen. Habe ich jetzt auch Genau. erst vor halben, dreiviertel Jahr wirklich damit angefangen, weil einfach 100% Krypto bei mir jetzt zumindest vorrangig war jetzt erstmal. Aber ja, ist interessant. Sobald man einmal im Krypto-Space ist, will man es nicht mehr loslassen. Definitiv. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, vielleicht interessiert mich auch das Technische dahinter. Bin nämlich in dieser Informatikrichtung unterwegs, auch beruflich. Und wenn man dann halt sieht, was für Coins da unterwegs sind und was für Ziele die erreichen wollen, manchmal viel zu utopisch, aber grundsätzlich klingt das halt alles mega interessant und du könntest dich von morgens bis abends nur mit diesen Themen beschäftigen. Ich meine, du machst Das es jetzt stimmt, mit ja. Kursen. Ja, ich bin absolut Theoretisch könntest du genug. Kursfreak. Also technisch bin Ja, ich, genau. das wissen auch die Leute auf meinem Kanal, technisch bin ich eine absolute Niete. Also halt jetzt, was die ganzen Technologien dahinter bezweckt und so. Ich habe wenig Ahnung, was es, keine Ahnung, was es für 100.000 Coins gibt. Ich kenne mich jetzt mit Meta, da kommen wir dann später nochmal ein bisschen dazu, bisschen besser aus. Aber so größtenteils, ganz ehrlich, ich kaufe das Zeug wegen Kurssteigerung, was mir die Analyse sagt, aber was technisch, also das sind wir zwei komplett auseinander. Das dich interessiert mehr die Technologie, mich im Endeffekt mehr so die ganzen Preissteigerungen, wann geht es nach oben, wann kann man verkaufen und sowas. Da bin ich so eher der Typ dafür, aber da muss ich sagen, lerne ich auf deinem Kanal auch wöchentlich im Endeffekt auch mehr dazu. Also jeden Beitrag lerne ich immer noch dazu und deswegen kommt der Kanal, denke ich, auch bei dir so gut an. Aber ich muss dazu sagen, am Ende sind wir alle halt wegen der Rendite drin. Also Das kann mir stimmt, jeder ja. erzählen, was er will. Am Ende willst du halt die Rendite haben. Also so gut die Technologie ist oder es kann auch der kompletteste Shitcoin sein, wenn das Marketing stimmt, dann stimmt auch die Rendite.
siehe Shiba und Dogecoin und so. Wobei mal, ich Ja. bin momentan ein bisschen vorsichtig, dieses Wort Shitcoin halt im Mund zu nehmen, ne? Es gibt Shitcoins, sag ich mal, das sind aber für mich mehr mittlerweile so Scamcoins, weil sogar Shiba Anwendungen findet, ob man das jetzt als Zahlungsmittel oder Genau. sowas nimmt. Ich meine, wenn etwas als Zahlungsmittel genommen wird, auch wenn es jetzt nur aus Spaß ist, guck dir Dogecoin an. Ist zwar auch Ist da nur ein eine Use Case? Spaß, ist ja, es ist ein Use Case da, es ist ein Zahlungsmittel, muss man Ja. ganz ehrlich sein. Deswegen das als Shitcoin zu bezeichnen, wäre ich halt jetzt mittlerweile immer ein bisschen vorsichtig, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Weil es gibt viele Leute, die fühlen sich halt dadurch auch angegriffen. Verstehe ich dann auch, wenn man Riesensummen da reingesetzt hat, muss man die dann nicht noch ein bisschen kränken mit sagen, oh ja, ist ein Shitcoin. Und dann das halt auch so zu bezeichnen. Da, ich war früher, was heißt früher, vor ein paar Monaten noch ein wenig anders, hab gesagt, ja, Shitcoin ist Shitcoin. Aber irgendwie hat alles einen Use Case. Beziehungsweise kann man einen Use Case draus machen. Man muss nur den Mut haben, dass jetzt zum Beispiel Shiba als Zahlungsmittel Das stimmt. akzeptiert wird oder Dogecoin. Deswegen, Wort Shitcoin, bin ich da echt vorsichtig mittlerweile. Also habe ich meine Meinung schon ein bisschen dazu geändert. Ich benutze es tatsächlich auch immer mehr in Richtung, also so als Synonym für Scam-Projekt. Gar Ja. nicht dafür, dass es keinen Use Case gibt. Ich meine, häufig haben Scam-Projekte keinen Use Case, aber eher in Richtung, ey, das ist ein Scam-Projekt. Da sollte man wirklich aufpassen, statt in Richtung, ey, das Ding, weiß nicht, die Technologie ist scheiße. Ja, das ist, finde ich, gutes Argument. Also man erkennt schon, wenn es ein Scam-Projekt ist. Wie war das, was war Ja. das letzte Netflix-Serie? Ich hab's jetzt immer auf dem Schirm. Also Squid Squid Game Game Token. Token, irgendwie sowas. Oder es gibt Ja. auch einen SpongeBob-Schwammkopf-Token mittlerweile, habe ich gesehen. Ne? Ja. Also das ist für mich Shitcoin, ne? Das sind einfach irgendwelche Ja, Bilder genau. oder Seriencoins, die überhaupt keinen Use Case. Das ist einfach nur Abzocke, das sind Shitcoins für mich. Aber mittlerweile das Wort Shitcoin kann man halt nicht mehr so oft, finde ich, gebrauchen. Also muss man halt echt aufpassen mit. Gut, dann kommen wir gleich schon zur nächsten Frage. Was sind denn deine größten Positionen momentan im Portfolio, wenn ich so fragen darf? Meine größten Positionen, recht langweilig, Bitcoin und Ethereum. Auf Instagram teile ich ab und zu sogar Portfolios von Followern und die finden das immer so langweilig, wenn Bitcoin und Ethereum die größten Positionen darstellen, aber jetzt so in so einem Crash. Man kann hier noch vom Crash reden, wenn man es vergleicht Ja. mit vor ein paar Monaten, auch wenn es gerade stark angestiegen ist. Da merkt man, wie gut man es hat, wenn man halt viel Bitcoin und Ethereum hat. Also fällt mal Das Bitcoin stimmt. 10%, können Altcoins ja gut mal minus 20, minus 30% machen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich halt fast nur Bitcoin und Ethereum halte, aber ich glaube, das sind so die größten Positionen. Und abgesehen davon, ich glaube, Ada, Cardano, Polkadot und ich glaube, Avalanche hat eine ganz gute Position, aber es liegt eher daran, dass ich relativ früh investiert habe und die Position dann einfach gewachsen ist. Habe ich nichts dagegen, aber ist jetzt halt relativ groß geworden. Ja, Wie da ist es haben bei wir dir? relativ Überschneidungen. Also ich bin auch größtenteils, ich sag mal so 70% ist bei mir Bitcoin-Portfolio. Einfach weil es den meisten Use Case hat. Klar, man macht vielleicht nicht so viel Prozente wie jetzt mit Altcoins, aber man hat halt, wie du auch gesagt hast, einen sicheren Hafen, wenn jetzt so Riesenkorrekt, was heißt sicheren Hafen? Gut, Bitcoin macht dann 30, 40% Minus, aber dafür machen halt die Altcoins. Wir sehen es halt jetzt, so wie du es gesagt hast, dass die halt teilweise 80% von ihrem All-Time-High weg sind. Also deswegen, Altcoins ist für mich mehr so Zockerei, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Oben verkaufen, wenn es halt geht. Und unten dann jetzt so, wie es jetzt ist, einfach mit DCA, also Dollar Cost Averaging, einfach nachkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, mein Portfolio ist jetzt überdimensional viele Altcoins drin. Also ich pick mir da schon welche raus, so wie Polkadot und sowas. Also so aus jedem Bereich halt. Ich sag mal Metaverse-Bereich, Smart Contracts und sowas, so wie du halt gesagt hast, Cardano und sowas, habe ich alles in meinem Portfolio, Ja. Polkadot. Aber halt jetzt nicht, dass ich mir jetzt 10 Projekte, also 10 Metaverse-Coins reinhaue und irgendeiner performt halt den anderen aus. Wenn dann, bin ich dann eher so, ich pick mir so ein, zwei raus, halt die dann oder kaufe jetzt in solchen Situationen einfach nach und dann halte ich die einfach. Versuche mein Portfolio immer so 70% Bitcoin, 20% Ethereum ungefähr zu halten. Klar, wenn jetzt Das ist ja schon einiges. Also, ja. wenn ich das jetzt so vergleiche mit mir, also ich könnte schon sagen, Bitcoin und Ethereum zusammen 50%. Ich meine, für viele direkt sehr offensiv, ne? Ja. 50% machen Altcoins aus. Aber ich muss dazu sagen, und den Ansatz kann ich auch verstehen, ist halt,
wenn du halt diversifizierst in andere Anlageklassen, dann bin ich der Meinung, ey, bei Aktien gehe ich eher den sicheren Hafen, lege in ETFs an und bei Krypto gehe ich halt auch ein bisschen mehr Risiko ein und dann will ich auch vielleicht diese 2, 3% mehr rausholen, indem ich halt, ja, weiß nicht, einen Altcoin, der ein bisschen kleiner ist, raussuche und dort dann die Gänze mitmache. Ja, den Weg gehe ich ja auch ungefähr. Nur das Ding ist, Ja. wenn ich habe jetzt, Stand jetzt, ungefähr 70% Bitcoin, 20% Ethereum und 10% halt Altcoins. Ist vielleicht auch ein bisschen mehr, 15% oder so. Wenn dann Ja, aber jetzt bei mir wieder weiß ich es ja auch nicht ganz. wenn die Altcoin-Season jetzt wieder losgeht, dann steigt das natürlich auch wieder Ja. überproportional, ne? Aber ich versuche dann immer so einen Weg zu finden, dass es ziemlich dann wieder auf 70, 20, 10 ungefähr rausgeht. Also das ist so mein Plan, den ich dahinter verfolge, weil im Endeffekt mein Ziel ist, mehr Bitcoin zu kriegen. Weil es langfristig gesehen, sage ich mal, immer noch der beste Weg ist. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin oder Ethereum? Bitcoin. Bitcoin, Auf ja, jeden bei Fall mir Bitcoin. ebenfalls. Ja. Davon kann Nee, man bei nie mir genug ist es haben. gerade so 50%, würde ich sagen. 50% Bitcoin und Ethereum. Wobei das ungefähr gleich, aber irgendwie, ohne es zu wollen, halte ich immer ein bisschen mehr Bitcoin. Ist Also nicht irgendwie kaufe ich verkehrt. eher Bitcoin nach als Ethereum. Ich glaube, den Rest spielen dann halt irgendwie Altcoins. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich weiß nicht, wenn jetzt ein Altcoin outperformt, dann macht der halt mehr Prozente deines Portfolios aus. Und dann überlegst du dir trotzdem, ey, Gewinne mitzunehmen. Aber wenn es halt innerhalb des Jahres ist, dann denke ich mir, ey, die 2 Monate kann ich jetzt noch warten, bevor ich dann umschichte in Bitcoin. Ja, Steuer ist so ein leidiges Thema. Ein Ja, Jahr Steuer. Haltesfrist, ist nicht schön. Ja. Ist nicht schön, da muss man, Nö. ja, aber ich denke da auch so ein bisschen, vor allem da bei Bitcoin, weil es halt so ein großer Teil ist bei mir, überlege ich dann immer so, verkaufe ich jetzt oder warte ich jetzt noch diesen Ja. einen Monat, weil man muss halt immer so rechnen. Keine Ahnung, Beispiel, du hast jetzt Spitzensteuersatz hier mit 45% rum, ne? Ja, dann verkaufst du, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel, ein PTC und dann weißt du genau, scheiße, 45% Steuern von deinem Gewinn. Hätte ich einen Monat gewartet, gut, dann ist der Kurs 20% geringer, aber es gleicht Aber sich halt dann Gewinn wieder. ist, ja. Es ist dann halt besser, ne? Aber ja. Ja, bei mir tatsächlich ist das Problem dann immer, ich habe keinen Bock, Bitcoin zu verkaufen. Habe ich auch nicht. Irgendwie. Ich auch nicht. Bitcoin kaufe ich, aber verkaufe ich nicht. Ich habe ganz am Anfang habe ich Bitcoin verkauft. Das war, ich habe ja angefangen im Februar 2020. Da kam dann, war so ungefähr Bitcoin bei 5000 Dollar. Unvorstellbar zur jetzigen Zeit im Endeffekt. Ja. Dann war, ging es nochmal runter und ich dachte mir so, scheiße, ich bin im Minus. Das war halt meine erste Investition, ne? Du hast noch nie irgendwie mit Aktien zu tun gehabt, mit Krypto. Ja. Ja, dann verkaufst du halt im Minus. Am nächsten Tag geht's hoch. Dann kaufst du FOMO wieder rein, weil du denkst, scheiße, ey, jetzt geht's doch hoch. Dann geht's Scheiße. wieder runter. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Aber irgendwann lernst du es einfach. Es ist einfach Erfahrungswerte, die musst du sammeln. Das ist, glaube ich, das gleiche wie mit Aktien. Wenn du da siehst, scheiße, Ja, im Minus und definitiv. so, guck dir PayPal jetzt an die Woche. 30% oder 20% Ja. runter, ja, da verkaufe ich auch nicht. Das ist für mich jetzt eher so Nachkaufgelegenheit, weil ich langfristig damit plane. Und Vor so, kurzem erst nachgekauft. ja. Tatsächlich PayPal. Vor dem Crash oder Jetzt nach dem Crash. nach dem? Ja, habe ich auch gemacht. Meine Sparpläne haben genau da ausgeführt. Das war perfekt für mich. Ja. Aber ich bin auch generell der Fan davon. Also ich habe davor bei dem ersten Crash, ich glaube, das war so ein Rücksetzer von 10 bis 20% und jetzt gab es ja nochmal einen größeren Rücksetzer, dass ich halt immer sage, ey, den Tiefpunkt, den erreichst du nicht. Das heißt, ich habe dann schon ein Ja. bisschen nachgekauft und dann jetzt, wo es nochmal fällt, mein, am Unternehmen hat sich nichts geändert. Ja, okay, es sah nicht so rosig aus, was die Erwartung angeht, aber ich war auch schon vor 2 Wochen noch überzeugt, jetzt kann ich nochmal nachkaufen. Richtig, so gehe ich auch den Weg. PayPal ist für mich, um jetzt mal aufs Thema Aktien kurz, wenn wir jetzt abgeschweift sind, Ja. langfristig einfach. Jeder nutzt PayPal. Es gibt so Ja. viele und was da noch kommen soll mit Krypto kaufen, da kommt bestimmt noch eine Wallet oder eigenen Stablecoins sind sie auch am Erarbeiten. Also das ist nicht nur aktienmäßig interessant, sondern auch kryptomäßig finde ich interessant, wenn da wirklich dann mal ein Stablecoin kommt. Und wenn dann mal diese Ja. ganzen Wallets auch in Europa und sowas freigeschalten sind, hey, dann ist das auch miteinander verbunden. Dann hat man einmal diesen normalen Zahlungsverkehr, dann hat man noch Kryptozahlungsverkehr. Und da, wenn das PayPal hinkriegt, das souverän zu machen, glaube ich, ist es auch relativ einfach, dann vielleicht auch mal Coins hinzuschicken. Ich meine, man kann jetzt easy Geld schicken innerhalb von Sekunden. Warum soll das dann auch nicht mit Coins gehen? Also da ist ein Haufen Potenzial, deswegen so die 20% jucken mich jetzt nicht, wenn es runtergeht. Ich denke da langfristig und ich sehe langfristig sehe ich das positiv. Und genauso kann man das auch bei Krypto sagen, bei Bitcoin. Genau. Eins zu eins. Gut.
Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Welche Projekte sind momentan für dich am interessantesten, beziehungsweise wo siehst du Potenzial? Und das ist so meine Lieblingsfrage, weil wir davor schon darüber gesprochen haben. Ja, tatsächlich, also es gibt immer diese zwei Lager, die sagen, also die eine Hälfte sagt, Cardano ist halt eine Ghost Chain, da läuft nichts drauf. Jetzt kam die erste Entwicklung, aber sie sind weit hinterher. Ich bin halt bei dem Lager, wo ich sage, ey, Cardano kann einiges werden. Und besonders jetzt dieses Jahr, wenn man sieht, ey, die ersten Projekte sind live, Sunday Swap, Meld gab es auch noch. Also die ersten Projekte gehen jetzt live und ich sehe da tatsächlich einiges an Potenzial, was jetzt, also Thema Konkurrenten von Ethereum, das wäre so das eine Thema. Und dann abgesehen davon sehe ich halt noch bei Crypto Gaming einiges an Potenzial. Also in Richtung Engine, Sandbox. Ich meine, besonders bei Sandbox, wo man überlegt, wenn das in der breiten Masse ankommt, Finde ich aber, ist dann ein ist da noch einiges Minecraft-Ableger. drin. Ist für mich ein Minecraft-Ableger einfach. Ja, ist halt ein Minecraft-Ableger, aber ich meine, Minecraft, wie viele Millionen spielen Minecraft? Ich habe Wenn nur sogar ein noch auf dem Bruchteil Rechner. Ich davon. habe sogar noch auf dem Rechner, weil ich es auch Ja, guck gerne mal. gespielt habe. Das ist immer so, das wird nicht alt, das erinnert mich so an meine Lego-Zeiten einfach. Es macht einfach Bock, das zu zocken. Und es wird ja immer noch en masse Ja, verkauft. das Spielprinzip ist halt, ne, simpel, aber es Ja. funktioniert. Und Sandbox ist für mich ja die Mischung aus Krypto und Minecraft. Das soll es ja sein. Und es funktioniert. Ist jetzt aber auch nur ein Beispiel. Ich gehe da eher so vom Sektor aus, also Krypto Gaming. Jetzt auch so im Bereich NFTs. Ich meine, digitale Kunst halte ich nicht so viel von. Aber wenn du dann NFTs hast in Richtung, zum Beispiel habe ich mit Sorare angefangen. Ist so ein Football Manager mit NFTs. Da hast du irgendwie noch so einen Nutzen raus. Da sehe ich auch noch Ja, Potenzial. das sehe Also ich ja noch ein, generell aber es diese gibt so viel Richtung. NFT-Müll. Also, Ja. das ist genauso, da kann man wirklich sagen, es ist vielleicht echt eine Bubble. Ich bin auch mit diesem Wort Ja, Bubble, bin ich wirklich. vorsichtig, aber was da draußen rumschwört, ne? Also diese Affenbilder, gut, es gibt, glaube ich, Bored Ape Yacht Club, keine Ahnung. Da hast du dann irgendwelche Vorteile. Lass ich mir noch irgendwie mit eingehen. Das ist dann wie so, keine Ahnung, bist halt Aber wie wofür mit. braucht man denn 500 von denen? Ja, das 500 verstehe ich Ableger nicht. Ich davon, die irgendwie meine. nur einen anderen Namen Ja, haben? du hast dann im Endeffekt eine Mitgliedschaft, das sehe ich ja noch ein, dass du dann irgendwelche Vorteile daraus ziehst, in irgendwelche lukrative Ja. Kreise oder sowas zu kommen oder elitären Kreise. Aber ich Die haben kaufe mir halt den nicht. First-Mover-Effekt, ne? Also Ja. war halt der First-Mover. Ich meine, wofür brauchten wir diese zigtausend neuen Bitcoins? Die haben sich doch auch nie durchgesetzt. Du hast den einen Bitcoin, du Ja. hast den einen Bored Ape Club. Und wenn wirklich diese Prominenten sagen, ey, wir steigen auf den nächsten Hype ein, dann wird es halt so, aber du kannst das nicht kontrollieren. Nee, aber ich komme damit einfach nicht klar. Ich finde es, ich kaufe mir noch dann Nee. irgendein Affenbild oder einen. Überleg mal, es gibt Steine, die werden für Millionen verkauft. Einfach nur ein Stein. Das hat für mich Ja. einfach überhaupt keinen Sinn. Ich komme darauf nicht klar und die Leute kennen mich da draußen. Das ist genau das gleiche. Thema Meta. Weiß nicht, da kannst du ja auch mal deine Meinung Ja. zu äußern. Es gibt sinnvolle Anwendungszwecke. Bin ich absolut dafür. Habe ich aber jetzt auch erst die Woche, bin ich ehrlich, die Woche erfahren, es wird an Projekten gearbeitet, dass zum Beispiel du auf eine Behörde gehen kannst oder sowas, im Metaverse dann, dich dann damit verifizieren kannst, damit du diese Behördengänge. Halte ich absolut sinnvoll. Aber mit irgendwelchen Leuten, und das wissen, weiß meine Community, sich beim H&M digital zu treffen. Also, sorry, das ist für mich kein Anwendungszweck. Da kann ich mir auch irgendeine VR-Brille aufsetzen. Die Anreize gab es ja schon. Die gibt es seit Jahren, VR-Brillen. Und jeder hat die über den Haufen geworfen, weil jeder wusste, es ist Mist. Jetzt geht jeder auf diesen Metaverse-Trip, obwohl es im Und Endeffekt auf einmal nicht. ist es wieder super toll, so eine Ja, VR-Brille aber es macht anzuziehen, keinen ne? Unterschied. Du hast einfach, Nee, sonst hast du nee. eine VR-Brille aufgehabt und es wird auch zukünftig so sein. Oder du hockst dich halt vor dem PC mit einer Cam und dann wirst du irgendwie intern umkomprimiert. Aber das Thema war im Endeffekt vor Jahren ausgelutscht. Keiner hat es gejuckt, jeder fand es, ja, ich setze mir doch nicht so eine blöde Brille hier auf, ne? Einfach um hier digital drin zu sein. Und jetzt, durch dieses ganze Krypto-Space, jetzt fängt Microsoft an, kauft Activision Blizzard. Für, was waren es, 68 Milliarden? Oder 68 Millionen? Ich weiß es nicht mehr ganz Keine genau. War auf Ahnung. jeden Fall viel Geld. Aber dieser Sinn dahinter, es gibt seit Jahren und jetzt plötzlich kommt es auf den Trichter, oh, Metaverse, können wir die Leute wieder irgendwie ein neues Produkt. Ich finde es einfach absoluten Mist. Ich komme damit nicht klar, es gibt sinnvolle Anwendungszwecke. Sage ich überhaupt nichts. Aber da müssen die auch durchgesetzt werden und nicht den Leuten irgendwie zu verkaufen, hey, ja, hier, ihr könnt jetzt ins Metaverse, setzt euch so eine Brille auf. Das gibt es seit Jahren. Und die Leute werden es einfach als neumodischer Scheißdreck verkauft.
Meine Ja, Meinung. was ich da sehe, also ich sehe es halt nicht so ganz so kritisch wie du. Ich denke schon, dass es in ein paar Jahren sein kann, dass wir statt Teams halt uns im Metaverse treffen. Heißt, du gehst dann da rein in dein Teams-Call, bist dann aber nicht 2D drin, sondern 3D drin in dem Besprechungssaal. Das ist ja auch die Idee dahinter, hinter Meta. Aber diese ganzen, jetzt kommt wieder der Begriff Shitcoins, aber diese ganzen Projekte, die alle sagen, ey, wir bauen das nächste Metaverse, wir bauen das nächste Metaverse. Wofür brauchen wir Millionen von Metaverse? Es wird sowas wie Ja. Meta wird sich durchsetzen. Ich meine, Amazon wird den Hype auch irgendwann mitnehmen, wenn sie wirklich Potenzial drin sehen. Dann gibt es da zwei, drei Metaverse, die sich durchsetzen. Aber diese ganzen Kryptoprojekte, die brauchst du nicht. Nee, Die gebe ich dir brauchst du wirklich vollkommen recht. nicht. Es ist ja so im normalen Leben auch so. Wir haben Streaming-Anbieter, wir haben Netflix, Amazon Prime, was haben wir noch? Disney. Es sind drei Dinger, es gibt aber auch Ja. noch 10 verschiedene andere, nur die will halt keiner. Es gibt diese zwei, drei Top-Player und da wird früher oder später wahrscheinlich, so wie du auch sagst, Amazon wird, wenn sie Potenzial drin sehen, werden die bestimmt da irgendwas machen. Also bin ich auch voll überzeugt. Aber jetzt ist halt erstmal Microsoft und Meta als Facebook halt, die werden irgendwann ihre Coins rausbringen. Die sind ja auch nicht blöd, sich das Geschäft entgehen zu lassen. Und Ja, dann, genau. jeder kennt Facebook, jeder kennt Microsoft. Ja, die werden schon irgendwas auf die Reihe kriegen. Und die haben auch viel, viel mehr Kapital in der Hinterhand, um das auszubauen, als jetzt irgendwelche, dass du dich in einem Minecraft-Metaverse oder sowas sehen würdest. Die wollen das Aber ja. wie siehst du die Chancen, wenn du Metaverse mit Gaming verbindest? Heißt, du sagst, ey, du hast zwar diese VR-Brille auf, du hast diese gleichen Games, verbindest das aber mit Krypto. Siehst du da Potenzial? So In ein welchem Sinne Minecraft, wo meinst du du wirklich drin Minecraft, wo ich bist, wirklich also drin bin? wo du wirklich drin bist Persönlich? und dann Nein. halt mit. Ja, Weil im Endeffekt, ich kann mich auch vor dem PC hocken. Bin ich auch die ja, genau. Figur und bin ja, gut, man kann verschiedene Perspektiven einstellen, ob ich jetzt die Person so mit nur Gesicht halt bin und guck da drauf oder der ganze Körper. Aber ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Weil was bringt es mir? Im Endeffekt, ich habe dann diese Brille auf und dann laufe ich hier rum so, hey, und nee. Also das ist für mich nicht dieses Spielerlebnis. Klar, du bist dann in-game bist du halt drin. Aber ob Ja, das genau. halt, ich weiß nicht, ob das halt so geil ist. Einerseits, du brauchst Platz. Oder, keine Ahnung, hast dann unter dir ein Laufband, wo du dann läufst oder schneller rennst oder sowas. Vielleicht ist es bewegungsaktiver. Da kommen dann irgendwann so Games von, was weiß ich, Nintendo oder so, für die Wii oder Switch halt, wo du dann dich bewegen kannst und hämmern, Minecraft-mäßig oder Ja, so. genau. Finde ich, sowas finde ich dann zum Beispiel wieder, wenn du dich körperlich betätigst, finde ich vielleicht sogar sinnvoll, weil du dann wieder diesen Körpernutzen hast. Das heißt, du hockst nicht nur 24/7 vor diesem Bildschirm, bewegst Nee, dich du bist nicht. dann wirklich drin im Game. Ja, du bist dann Aber bis drin. wir dahin ankommen, also ich glaube, das sind noch echt viele Das Jahre. dauert auch Jahre, aber sowas finde ich dann schon wieder, das ist das, man braucht sinnvolle Anwendungszwecke, dann habe ich da überhaupt nichts gegen. Genau. Aber das, was momentan ist, ist für mich einfach nur Leute verarsche und hat nichts damit zu tun, was die richtigen Anwendungszwecke sind, ist meine Meinung. Also ich finde, es gibt wirklich sinnvolle Sachen, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, finde ich absolut sinnvoll. Auch dann irgendwie in-game halt Sport machen. Warum nicht? Also sowas gibt es ja. In der Art schon, also jetzt in-game nicht, aber außerhalb, Switch zum Beispiel hat, oder früher Nintendo, im Endeffekt, du hast draußen Sport gemacht, warst aber eine Figur im Spiel. Wenn du dir dann noch eine VR-Brille aufsetzen kannst und dann noch ein bisschen mehr so dieses Realitätsding hast, finde ich jetzt auch nicht Ja, das verkehrt. stimmt. Also Hauptsache, du hast noch ein bisschen diese Bewegung mit drin, dass du nicht 24/7 vor diesem Bild, also jetzt nicht 24/7, aber du weißt, was ich meine, und dann nur in diese Glotze reinguckst, ne? Es gibt sinnvolle Anwendungszwecke, bin ich voll dafür und die kommen auch. Ich höre jetzt auch immer mehr, ja, das können kommen, das kann kommen, mit den Behörden da zum Beispiel oder was es auch noch geben soll, Kirchen oder sowas, wo du dann online besuchen Ja. kannst. Warum nicht? Also, wer darauf Bock Ich hat. glaube, der Push kam ja auch durch die Pandemie. Ich meine, jeder war zu Hause, es Klar. hat irgendwie die Bindung gefehlt. Und statt in 2D, jetzt wie wir es machen, im Zoom, Ja. vielleicht werden wir halt uns in ein paar Jahren, ich schätze nicht in den nächsten paar Jahren, sondern es dauert noch ein bisschen, aber dann werden wir uns vielleicht irgendwann 3D treffen. Ja, Ja, unser also digitaler wenn es halt sinnvoll Avatar. ist, habe ich da nichts dagegen. Es muss halt genügend Anwendungszwecke geben, dass halt auch genug Leute machen. Genau. Also nicht nur jetzt auf diesen Spielebereich, dann kriegst du das, die ganzen Gamer, ist vielleicht interessanter, aber wenn Ja. du das so aufs alltägliche Leben, wenn du damit Erleichterungen kriegst und vor allem gut in Deutschland, bis es irgendwann mal überhaupt kommt, dann ist alles schon wieder, ist der Hype rum. Aber Erstmal es. laggt das Metaverse, weil deine Internetverbindung Ja, zu da, schlecht ohne Scheiß Internet bist du auf ist. dem Kaff irgendwo. Ja, lass mal einen Meta treffen. Ja, ich komme in 2 Stunden, mein Emoji lädt noch oder so, keine Ahnung.
Nee, es muss die richtigen Anwendungszwecke geben, dann finde ich das absolut korrekt. Aber was Ja. momentan ist, bin ich einfach kein Fan dafür. Ja, um das mal so zu sagen. Gut, haben wir genug darüber gequatscht. kommen wir zur nächsten Frage. Du hast zwar schon so indirekt gesagt, aber was sind denn so deine Top-Picks für 2022? Definitiv Bitcoin und Ethereum. Nee, also die muss man ja immer dabei haben. Ich Muss habe man. es eben schon gesagt, Cardano sehe ich Chancen. Also ich sehe immer noch ein paar Chancen bei Cardano und alternativen Blockchains wie Polkadot. Ja. Und dann vielleicht noch in die Richtung NFT und Gaming. Da habe ich ja, glaube ich, direkt so Engine und Sandbox genannt, als Beispiele. Weil ich will da gar nicht so sehr auf die einzelnen Projekte eingehen, sondern du hast es ja auch am Anfang gesagt, dass man halt sich so einen Sektor aussucht und sagt, ey, ich gucke mir alternative Blockchains an, ob es denn Cardano ist oder Polkadot oder Avalanche oder Solana, kann jeder für sich ausdenken, was am besten klappen wird, was erfolgreich wird. Aber ich finde so diese Sektoren, die könnten halt spannend werden. Also so NFT und Gaming, alternative Blockchains wird immer noch spannend sein. Und ich meine, der Hype geht gerade so in Richtung Web 3.0. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt, aber ich bleibe dann einfach mal bei so NFT und Gaming noch. Finde Wie ich ist aber es bei dir? interessant, komme ich gleich dazu. Ich finde es aber auch interessant, dass du Ja. das auch so in Sektoren halt untergliederst, ne? Ich Ja, meine, ich habe das genau. früher nicht gemacht, weil ich mit Krypto angefangen hast, du hast mit Aktien angefangen, weil im Aktiensektor macht es absolut Sinn, sich Sektoren. Ich meine, ich investiere jetzt auch nicht in 100 Tech-Aktien und mache mein Portfolio dadurch, sondern ich versuche das ja auch zu diversifizieren. Ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Diversifiziert. Ja, Ja, genau. genau. Sprachfehler hier. Und das suchst du dir auch im Endeffekt die Top-Aktien raus oder auch so Dividendenaktien. Du nimmst jetzt nicht alle Dividendenaktien rein, sondern suchst du die raus, zum Beispiel die gut performen oder die schon langjährig Dividende oder sowas zahlen. Also dieses Sektordenken finde ich gut, das habe ich mir jetzt auch mittlerweile angeeignet, weil ich es auch sinnvoll finde. Und ich bin da ziemlich bei dir. Cardano ist für mich interessant, weil es noch bei 1 Dollar ist. Also ich sage, heute ist es ungefähr 1,15, glaube ich, ungefähr. Ist Kurz vor, absolut für ja. mich kaufenswert. No financial advice, by the way, für alle, die zuschauen. Polkadot war ich letztes Jahr ein bisschen enttäuscht, weil da doch relativ viel kam eigentlich. Wobei ich da auch noch mit, wo wir wieder zum Thema Metaverse, haben wir, glaube ich, schon im Video mit der Kryptoeule gesagt, dass ich Polka City auch noch interessant finde, weil es ein Low Habe ich mir Cap mal angeschaut, ist, ja. ein Low Cap hat 2 Millionen oder 3 Millionen nur Market Cap, das ist halt nichts. Hat aber auch schon große Investoren wie Snoop Dogg oder sowas. Das ist so diesen Bereich, warum ich habe da nicht viel investiert, aber bei 2 bis 3 Millionen Market Cap, ne? Ist halt nichts. Das ist ja ein komplettes Risiko. Also Es ist man muss absolutes halt, du Risiko, hast es ja am klar. Anfang gesagt, du hast 10% in Altcoins und von diesen 10% bildet das vielleicht 1% ab, wenn überhaupt. Ja. Und das verstehen halt viele nicht. Und das, ich muss da halt noch dazu sagen, viele fragen dann immer, hey, welcher Altcoin wird jetzt explodieren? Ja, warte erst mal ab, was Bitcoin macht. Wenn Bitcoin Ja. scheiße performt, dann ist es egal, was dein Altcoin macht. Da könnten die besten News überhaupt sein. Vielleicht, Ja. wenn das Marketing gut ist oder wenn es nicht allzu klein ist, dann könnte es nochmal steigen. Es gibt so einzelne Coins, die immer gut performen, wenn der Markt runterbricht. Hat man ja in den letzten Crashs gesehen, wo einzelne Coins echt explodiert sind. Aber im Grundgedanken, auch wenn man es in Sektoren einteilt, Bitcoin bleibt die Nummer eins und Ja. aktuell ist es noch so, wenn Bitcoin fällt, fällt der gesamte Markt. Ja, so ist es auch. Bitcoin regelt immer noch den Markt im Endeffekt. Also so Ja. einfach kann man sagen, es gibt, wenn Bitcoin fällt, gibt es keine Ausreise. Also es gibt kaum Ausreise, die dann sagen, Nee. okay, ich drehe jetzt mal genau andersrum, weil der Markt einfach Bitcoin abhängig ist. Wie das in 10 Jahren ist, sag mal, Bitcoin ist mehr Ja, und da mehr bin ich auch Zahlungsmittel. gespannt. Wenn es mehr und mehr Zahlungsmittel ist, dann haben wir auch nicht mehr diese Pump and Dumps. Ist klar, weil viel, viel mehr Market Cap benötigt wird, um den Kurs zu pumpen oder zu dumpen. Dann stabilisiert Ja. sich das alles. Dann wird es, glaube ich, auch mehr so newsgetrieben sein. Und ich glaube, dann werden sich gute Projekte auch mal rausfiltern, wo ich sage, okay, das und das Projekt hat jetzt das und das Update rausgebracht. Weil momentan ist es eher immer so, du hast diese Hype-Phasen, du hast diese NFT, die Gaming-Dinger. Aber sobald Bitcoin irgendwann mal eine Market Cap hat, wo sich nicht mehr viel tut, wo jetzt nicht mehr diese riesen Schwankungen reinkommen, wird auch, denke ich, dieser ganze Shitcoin-Sektor, um es jetzt mal so zu sagen, nee, dieser ganze Altcoin-Sektor irgendwann dezimieren.
Weil dann drauf ankommt, die Leute gucken, okay, Bitcoin lässt sich jetzt nicht mehr viel Kohle mitmachen. Es ist irgendwann, es wird irgendwann so sein, es gibt weniger Bitcoin, dadurch weniger Schwankungen und sowas. Ist einfach vorhersehbar. Und irgendwann wird sich das halt dann mal die Spreu vom Weizen trennen. Es wird einfach so sein, dass dann Altcoins rausgepickt werden, sagen wir, Cardano hat jetzt einfach das Beste oder Polkadot. Da gibt es dann zwei Projekte, ist genauso wie im wahren Leben. Es gibt immer zwei, drei Firmen, die in einem Sektor einfach Bombe sind, wo sich durchgesetzt haben. Und so wird es wahrscheinlich auch bei den Altcoins dann sein, dass die Projekte dann gekauft werden, weil sie einfach was auf die Reihe gebracht haben. Irgendwann kommt vielleicht mal ein neues Projekt, da wird wieder unterstützt und so, aber irgendwann wird diese Aussortierung kommen. Ich meine, wir haben über 10.000 Altcoins oder so. Das ist krank. Ja. Und irgendwann wird es kommen. Also, dass irgendwann so die Trennung kommt. Wann genau das ist, glaube ich, kann keiner sagen. Das ist. Nee, aktuell ist es halt komplett davon abhängig. Ey, wenn Bitcoin ist ja jetzt stark angestiegen. Jetzt sieht man es ja auch in den Altcoins, wir sind mit angestiegen. Aber die steigen dann halt immer ein paar Prozentpunkte mehr. Und wenn Bitcoin fällt, fallen sie halt auch mehr. Also ist halt mehr Risiko. Auf jeden Fall. Deswegen halte ich mein Portfolio auch größer an Bitcoin. Ist einfach so. Ja. Gut, dann kommen wir Auch schon. wenn es viele langweilig finden. Ja, klar, das ist halt dann auch mehr Zockerei, sage ich mal. Du musst auch mehr Ja, dich genau. damit reinversetzen. Wenn du jetzt 100 Coins in deinem Altcoin-Portfolio drin hast, ne? Ja, ciao. Da hätte ich auch keinen Bock, jeden Tag jeden Kurs da anzugucken und wo verkaufe ich jetzt, ne? Und dann vor allem dann den richtigen Punkt zu treffen. Sagen wir, Bitcoin stürzt jetzt ab, dann verkaufen wir auf einen Schlag 100 Altcoins. Kriegst du gar nicht hin. Also du musst es versuchen, dann auch noch versuchen, relativ vieles auf einer Börse vielleicht zu haben oder so, wo du es relativ schnell und dann nicht noch, ah fuck, jetzt habe ich das hier bei Gate, hier bei KuCoin, dann habe ich Binance noch, dann habe ich noch Famex, dann habe ich Bybit, weißt du, da musst du halt auch was finden. Das ist auch sowas, was mich ankotzt, dass es nicht eine Börse gibt, die Das einfach alles hat. ist übrigens das Nervigste überhaupt. Ja. Da bist du, also früher oder später, jeder, der sich mit Krypto auskennt, und ich dachte, es wird nicht passieren, aber es wird passieren, dass du dich mindestens auf 5 Börsen anmeldest. Ja, ich dachte früher auch so, ja, wenn du nur bei Bitcoin, Ethereum bleibst oder Cardano, reicht eine Börse. Dann kommen aber so kleine Reicht locker Projekte, eine. aber dann kommen Ja. so kleine Projekte wie Polka City, ja, die kriegst du dann nur bei KuCoin oder bei Gate.io, dann kommt noch Yoshi dazu, da brauchst du wieder das, dann, ja, du blickst halt irgendwann nicht mehr Also ich durch, musste. ne? Du machst ja gerade diese Reihe mit Börsenvorstellung, Ja, richtig? immer mal Ich wieder, meine, ja. dort ist es ja eher in Richtung Trading angelegt. Aber für mich war früher immer die Nummer eins Binance. Also ich finde immer, dort war es ein sehr gutes Gesamtpaket. Aber seitdem man nicht mehr SEPA einzahlen kann, also über Kommt eine jetzt aber wieder. normale Kommt Banküberweisung, aber jetzt ja, wieder. es kommt wieder. Ich hoffe es. Ich hoffe, es kommt wieder. Ich meine, die haben ja auch am Anfang gesagt, das ist nur temporär gesperrt. Deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig. Ich hoffe, es kommt wieder, weil das war immer für mich die Go-To-Börse, wenn mich jemand fragt, Binance oder halt was ganz Einfaches, ne? Wenn du wirklich nur Bitcoin und Ethereum haben willst. Aber sonst aktuell sehe ich halt Crypto.com, was Investieren angeht, sehr gut. Aber es ist halt nervig. Du bist halt auf Ja. so vielen Börsen angemeldet. Ja, das ist auch so das Problem. Vor allem, du brauchst halt dann immer, wenn du echt einen Altcoin willst, einen speziellen, musst du halt dich auf einer neuen Börse anmelden, weil bis die dann irgendwann gelistet werden, weil diese Listingpreise ja enorm sind für manche Projekte, Ja. du kannst es nicht umgehen. Es bräuchte einfach eine Börse, wo alles gelistet ist. Ich meine, die Börsen verdienen genug dadurch. Wenn da Leute traden, Spot kaufen, verkaufen und so, die verdienen sich ja eh dumm und dämlich an den Gebühren. Und dann noch diese Listinggebühren. Deswegen Ja, fand wir ich listen Binance dich. halt ganz gut. Ja. Also Binance hatte so die gute Mischung zwischen Low Cap, so Hidden Gems, Binance und hatte alles eigentlich so. wobei man aber sagen muss, wenn man es jetzt ganz ernst nimmt, kannst du es noch als Hidden Gem bezeichnen, wenn es schon auf Binance ist? Ist ja wieder die Frage, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also es gibt ja immer diese Lager, wo die sagen, ey, das ist nur ein Hidden Gem, wenn es noch auf keiner großen Börse gelistet ist, weil dann entsteht erst der richtige Pump. Ist halt immer die Frage, wie viel Risiko man eingehen will, ne? Ja, Aber ist wenn du klar. halt ganz normal die großen Altcoins traden willst, dann reicht so eine Börse. Ja. Ich glaube, das würde schon reichen. Ja. Grundsätzlich ja. Ja. Ja, da, ob sich da jemals was ändern wird, wage ich zu bezweifeln. Es wird immer neue Börsen Ja. geben und so. Und dann, ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, jetzt auch schon 100.000 Börsen. Wer sich darauf Bock hat, meldet euch an. Keine Ahnung, aber. Naja, man muss halt immer alles mitnehmen, bin ich so der Meinung. Das meine ich halt auch mit Nee. Altcoin, Portfolio diversifizieren. Man kann mit so Launchpads, gibt es ja auch bei Bybit, Binance und sowas. Das sind vielleicht mal gute Möglichkeiten, um was mitzunehmen, aber ich habe keinen Bock mehr, mich auf irgendwelchen Börsen anzumelden. Irgendwann reicht's. Dann nehme ich halt das Projekt nicht mit, suche mir halt ein anderes Projekt, aber es nervt einfach, bin ich ehrlich.
Das nervt irgendwann. Gut, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Wo siehst du den Bitcoin-Preis Ende 2022? Oder sagen wir Die mal so, eher Glaskugel so wieder, das ne? ganze Jahr über im Jahr 2022? So, wenn ich einfach mal so raten würde, weil fundiert kannst du ja das eigentlich nicht Nee. sagen. Aber ich sammle halt gerne Eindrücke. So, wir hatten es bei der Ja, Krypto-Eude, hatten genau. wir, glaube ich, so 100.000. Ich würde sagen, CryptoFormi hat knapp auch unter gesagt, so 100. zwischen 100 und 130.000. Also es kristallisiert sich langsam so ein bisschen raus. Und ich bin ja auch so eher dieser 100er bis 130.000er Bereich. So, irgendwo so in dem Ich Rahmen. sage sogar knapp unter 100k. Unter 100. Ja, ich glaube knapp darunter. Weiß ich nicht, vielleicht 90, vielleicht auch Ja, nicht. es Ich ist. finde es halt falsch. Jetzt so, also man sieht es halt besonders auf YouTube, weil wir ja gerade auf YouTube sind, diese ganzen Influencer. Man muss dazu sagen, häufig im englischsprachigen Raum, die dann immer sagen, ey, Bitcoin jetzt 10%, 100k sind bald drin, ist nur eine Frage der Zeit, in ein, zwei Wochen ist es schon drin. Ja, das finde Und ich wenn auch es immer ein bisschen fällt, dann, übertrieben, ja. ey, kann Bitcoin noch auf null fallen? Also ich finde das immer übertrieben, deswegen sage ich jetzt einfach mal knapp unter 100k. Und wenn es drüber fällt, wenn es drüber geht, dann ist es halt besser. Ja, klar. Wird sich ja keiner Bin beschweren, ne? Nee, das sowieso nicht. Aber ich bin Ja, einfach deshalb. so, 100.000 ist halt so psychologisch extrem wichtig. Finde ich, Genau. glaube ich, auch. Deswegen so knapp unter 100.000. Oder wir übertreiben halt dann komplett. Weil das Ja, halt so dieses genau, das denke ich Psychologische, mir halt auch. es wird viele geben, das garantiere ich dir jetzt schon, die bei 100.000 oder kurz Bei vor 100.000 100k steigen sie verkaufen. ein. Die steigen dann aus, weil sie denken, okay, das ist es jetzt. Wegen Psychologie 100.000, weil jeder redet von 100.000 eigentlich. Entweder Ach schießen so, wir so komplett meinst du das, drüber, ja, ja. wir schießen entweder komplett drüber dann. Ja, Tun genau das für. meine ich. Deswegen dachte ich knapp unter 100k. Und wenn du aber sagst, ey, wir erreichen die 100k, dann wird es aber eher in die Richtung gehen, wir schießen drüber. Es gibt sehr viele Leute, die halt in der News sehen, Bitcoin 100k Ja. und dann explodiert das nochmal so eine Weile. Ja, Dann geht so es kann eher ich es so in mir Richtung vorstellen. 130. Es wird ein Ja. steiniger Weg bis 100k, glaube ich. Aber wenn diese psychologische Grenze ist, dann wirst du überall, ob es die Bild-Zeitung ist, ob es was weiß ich was ist, Überall. überall Bitcoin durchbricht 100.000. Und dann Ja. kommt dieses FOMO-Gefühl auf, das garantiere ich dir jetzt schon. Es wird viele geben, Ja. die entweder verkaufen kurz vor 100k, weil sie denken, okay, das ist das Top. Aber ich habe eher so dieses Gefühl, wenn das in den Medien ist, dass Bitcoin jetzt erstmal 100k knackt, dann kommt FOMO. Weil die Leute denken, shit, bei 50.000 Definitiv. habe ich verkauft, weil ich dachte, okay, das war's jetzt. Und jetzt sind wir bei 100.000 und dann kommt dieses Gefühl auf. Dann glaube ich, dieses FOMO-Gefühl, was uns dann, ich glaube dran, ist möglich, dass uns dann sogar noch auf 200k bringt. Weil wenn FOMO erstmal reinkickt, momentan ist das alles noch so klar, wir haben Weekends, die verkaufen, aber ich glaube, es gibt so richtig krasses FOMO-Gefühl dann, was uns sogar bis 200k bringen kann. Aber das ist, ich bin eher so 100, 130 weiterhin. Aber man weiß nicht, was bei FOMO passiert. Dann kommen alle und sagen, oh ja, 100.000 und dann kickt mal los. Ja. Die Möglichkeit sehe ich einfach. Deshalb jetzt schon investieren, damit man dabei DCA ist, halt wenn es machen. explodiert. DCA halt Ja, ist genau. eigentlich das Beste. Also niemals warten, dass es runter dippt. Immer was bei Hinterhand haben und einfach so seinen eigenen Weg gehen. Ich zum Beispiel habe es jetzt auch so gemacht, wenn wir jetzt nochmal runtergehen, dann geht es halt runter. Aber ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt hochgehen, weil ich genug gekauft habe jetzt in dem Bereich. Wenn es Genau runtergeht, so habe ist ich es. immer noch was. Aber es kommt auch extrem auf deine Strategie an. Also wenn du Ja, tradest, kannst du ja. ja nicht so rangehen. Ne? Das ist ja nochmal Nee, was anderes. HODL-Portfolio und Trading-Portfolio ist sowieso getrennt bei mir. Also es gibt Genau. nicht, ich gehe an mein HODL-Portfolio nicht ran. Also ich gehe nicht ran zum Verkaufen, ich kaufe. Aber das hat nichts mit dem Trading zu tun. Klar, du kannst dir durchs Trading ein bisschen Strategien ableiten. Du sagst jetzt, okay, du glaubst, es geht weiter runter. Aber ob die jetzt 2-3%, die du jetzt beim Trading nach unten hin, ich meine, da machst du einen Zählerhebel, dann sind schon 30%, ist was anderes. Aber ob ich jetzt 2-3% tiefer einkaufe als jetzt und die Chance ist gering oder vielleicht kleiner, dass wir da wirklich runtergehen, ich würde es einfach bereuen, wenn ich da nicht kaufen würde. 2-3%. Ja, du bist ja langfristig davon überzeugt, Richtig. ne? Deswegen Und rechnen ist es mal, egal. wir rechnen jetzt mal einfach mal mit 1000 Euro. Was sind denn da 2%? Das sind 20 Euro. Das ist ja jetzt nicht mal Riesensummen, von denen wir da sprechen, wenn ich jetzt 2-3% höher einkaufe. Ist ja nichts. Also sehe ich so zumindest. Ob ich jetzt da 20 Euro liegen lasse, was ich manchmal sogar mache, weil es Kopfsache ist, ich habe dann was beiseite, gehen wir da runter, investiere ich einfach diese 20 Euro nach nochmal. Also jetzt mal so, wenn wir jetzt mit 1000 Genau, immer Euro. so in Tranchen. Genau. Investieren heißt, das mache ich auch häufig, weil die Leute fragen ja, ist der Dip jetzt vorbei? Ist er nicht vorbei? Jetzt, wo du denkst, ey, vielleicht könnte ich jetzt
investieren, dann investier einfach nicht alles. Ja. Investier die Hälfte, investier ein Viertel und dann hast du noch. Dann hast du noch was. Wenn es Simons. steigt, dann bist du halt schon investiert. Ja. Wenn nicht, kannst du nachinvestieren. Sind wir uns vollkommen einig einfach. Also und so denke ich auch. Also es ist einfach Ja. das Beste, sich einen Plan zu setzen. Wenn der Plan eintrifft, Bombe. Wenn nicht, aber auch immer ein bisschen halt nachkaufen. Ich kaufe jetzt aber auch nicht, weil es jetzt heute 10% nach oben geschossen ist. Weil das ist dann genau dieses FOMO-Gefühl und das kriegt man einfach jetzt schon wieder in sau vielen Gruppen mit. Ah, Kurs ist explodiert, ah, FOMO und so. Warum? Das Gefühl kriegst du nicht, wenn du dir einen Plan vorher gemacht hast und unten eingekauft hast. Da freust du dich jetzt eher, ja, nice, 10% von meinem Investment sind jetzt schon wieder im Plus. Und das sind die gleichen Leute, die dann verkauft haben, als es Ja. runterging. Ja, das sind die gleichen Leute, die dann aber auch bei 100k, wenn es dann runterkracht, nochmal einkaufen. Das, gut, das Ja. sind nicht alle so, also will ich jetzt mal nicht unterstellen. Aber das ist halt einfach viel Kopfsache und du musst es halt planen können. Also du musst dir einen eigenen Plan setzen, das so auch umzusetzen. Genau. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage und zwar Thema Umfeld. So, wie sind so Freundeskreis, Familienkreis, sind die in Krypto investiert? Was halten die davon? Weil du ja auch Instagram und alles machst. Was halten die so persönlich? Ich kenne es nur von meinen Leuten, die sind da immer ein bisschen skeptisch. Also es kommt jetzt langsam, dass sie nicht mehr so skeptisch sind. Aber das frage ich halt auch gerne mal so die Leute in Krypto-Talks, weil es mich einfach mal so interessiert. Auch so wie diese Marktstimmung ist einfach, ne? Kommen jetzt doch wieder mehr Ja. Leute oder sagen sie vielleicht, ah, oh, siehst du, jetzt ist es runtergekracht. Deswegen, was sagt dein Umfeld so? Man muss ja dazu sagen, ich glaube, wir sind ja auch in dieser Krypto-Bubble drin und man hört dann halt immer nur also man redet mit Leuten auf Instagram etc., die mit Krypto zu tun haben, die daran glauben. Und wenn du dann aber wieder mit deinen Freunden redest, dann siehst du halt, ey, die Massenadoption, da ist noch ein steiniger Weg hin. Die zweifeln das häufig an, was aber völlig okay ist. Ne? Bei der Ja. Volatilität ist das halt nicht was für jeden. Aber man muss dazu sagen, du hast es ja auch eben erwähnt, es wird halt immer mehr. Ne? Also im Freundesumkreis investieren die meisten ja jetzt in Aktien. Das hat ja einen regelrechten Boom erlebt durch die Pandemie. Und dann sind sie auch auf den Geschmack von Krypto gekommen. Und ich glaube, es ist ein steiniger Weg, aber es wird langsam. Also in meinem Freundeskreis investieren immer mehr in Krypto. Aber dieser erste Schritt, ich sehe das häufig so. Bei dir war es nicht so, dass du erstmal in Aktien investiert hast. Aber ich sehe es häufig so, dass sie in Aktien investieren und dann sehen, ey, Krypto ist ja auch nochmal eine andere Anlageklasse. Vielleicht könnte ich da auch meine ersten Schritte machen. Das Problem, ich glaube, mein Problem war auch so, dass ich sogar mit Krypto angefangen habe, weil die Volatilität einfach krass ist. Es kann dir halt auch mal schnell, wenn du zum falschen Zeitpunkt, sagen wir, du bist jetzt bei 69k eingestiegen, macht es dich halt kaputt, glaube ich. Wenn du jetzt 50% Ja, schon von ja. deinem Invest im Minus bist und du nagelneu in diesem Markt drin bist, wahrscheinlich würde ich dann auch verkaufen. Ich meine, ich habe es ganz am Anfang vom Video erzählt, da habe ich auch verkauft, bei 3, 4%, wo es mal kurz runtergegangen ist, ne? Also, da würde ich manchmal sogar wirklich sagen, okay, investiert wirklich sogar erstmal in Aktien, weil doch die Volatilität, gut, wir hatten es vorhin auch von PayPal, 20% an einem Tag, gut, das ist mal ein Ausreißer, ne? Ja. Aber die Volatilität ist einfach krasser, deswegen sage ich auch vielen, okay, fangt erstmal mit Aktien an, aber dann auch erst so Und da ETFs. fangen nur mit Bitcoin an. Also Ja, ich verstehe genau. auch nicht diesen Gedanken, direkt in 100 Altcoins zu investieren. Fang doch erstmal nur mit Bitcoin an. Und wenn du direkt merkst, hey, die Volatilität ist nichts für mich, dann Ja. gehst du wieder raus oder sagst, ey, ich investiere halt einfach nicht so viel. Aber direkt, weiß ich nicht, in 10 Projekte zu investieren und dann on top, weißt du, du hast so 100 Euro, willst dann 10 Euro in alles Ja. reinstecken, solltest du dir zweimal überlegen. Ja. Ja, aber so sind halt viele Leute. Also, weil sie halt denken, okay, es gibt schnelleres Geld mit Altcoins. Verstehe ich auch. Aber do your own research im Endeffekt. Vertraue auch nicht, nur weil jetzt irgendjemand hier in YouTube brüllt, ja, der Coin macht jetzt 100x. Nee, muss immer so dein eigenes Bild machen. Und dann halt auch wirklich nur mit Geld, was du bereit bist zu verlieren. Das ist halt auch extrem wichtig. Ich glaube, viele Leute, ich bin ehrlich, ich habe es damals so gemacht, ich habe meine letzten Ersparnisse in Bitcoin, aber in Bitcoin reingehauen, ne? Ja. Und habe mich dann langsam an Altcoins reingetastet. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mein ganzes Geld da in irgendwelche Shitcoins reingepackt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Shitcoin. Nee. nee, ich habe es damals in Bitcoin einfach, weil es die größte Kryptowährung ist. Die hat zwar auch Volatilität, aber trotzdem ist es, hatten wir auch das Thema. Wir kommen jetzt so wieder ein bisschen zurück auf die ganzen Themen. Ja. Das ist trotzdem so der sicherste Hafen ist, auch bei Korrekturen. Klar, es geht 40% runter, aber Altcoins gehen halt immer 80% runter. Und da ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll,
wenn wir jetzt zum Thema Aktien zurückkommen, nochmal erst, ich glaube, erst ETFs, das finde ich, glaube ich, so immer noch am sinnvollsten, so um den Einstieg überhaupt in Aktien reinzukriegen, dann Einzelaktien und dann vielleicht Krypto zu machen. Also so empfehle ich es jetzt. Ich habe jetzt auch mit, also bei mir im Freundeskreis kommt es langsam so, die Leute fangen an, okay, jetzt ETFs zu investieren. Habe ich gesagt, ja, macht es. Gibt genug YouTube-Kanäle oder sonst was, die euch das empfehlen oder ihr Research betreiben könnt oder auch auf Instagram. Und dann irgendwann halt den Schritt in Krypto zu gehen. Weil Krypto ist die Zukunft, bin ich absolut davon überzeugt. Da wird nicht mehr viel Gott. dazwischen kommen. Klar, es wird trotzdem noch weiterhin Aktien geben. Aber vielleicht auf Kryptobasis vielleicht irgendwann mal. Wer weiß das schon? Ja. Gut. Mal Dann schauen. war das ein gutes Schlusswort, glaube ich, von mir. Jetzt habe ich zwar das Schlusswort Mein gehabt, Schluss. aber Passt. passt, ne? nee, dann würde Passt. ich sagen, wenn du noch was sagen willst, also ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, der Community hat es auch gefallen. Wie gesagt, den Link zu Arman bzw. einfach Krypto auf Instagram schicke ich euch unten in die Videobeschreibung bzw. packe ich unten in die Videobeschreibung, teils in Telegram oder sonst was. Könnt da gerne folgen. Ansonsten überlasse ich dir das Wort oder beziehungsweise Schlusswort jetzt. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht kann man ja in Zukunft noch mal miteinander reden. Also von mir aus gerne. Also ich will das fortsetzen, auch einfach mal, dass man vielleicht ein Thema oder so wählt. Ich meine, wir hatten lange Diskussionen über Metaverse, wo wir uns ausgetauscht haben. Finde ich ganz cool. Also ihr könnt auch mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Gefallen euch solche Diskussionsrunden? Sollen wir sowas öfters mal machen? Habe ich nichts dagegen. Ich habe da Bock drauf. Einfach auch mal ein bisschen Hat ja eher so Austausch. diesen Podcast-Gedanken, ne? Also dann kann er einfach Können wir auch simpel machen. dazuhören. Ich bin Podcast offen. Ich habe eh Bock, sowas in die Richtung mal zu machen. Ist Ja, zwar guck eigentlich noch mal. so geheimnismäßig, aber ich kann es jetzt hier einfach mal sagen. Irgendwann mal so einen Podcast zu machen. Why not? Einmal im Monat, zweimal im Monat oder so, wo man sich einfach mal austauscht. Wenn ihr Bock habt, schreibt es unten in die Kommentare. Nervt Aman auf Instagram damit. Schreibt ihm ganz viele Nachrichten. Wir wollen einen Podcast mit dir. Dann können wir das gerne machen. Also habe ich nichts dagegen. Gut, Ja. nee. Klingt doch nach einem Plan. Klingt nach einem Plan, ne? Nee, mach mal so. Gut, dann würde ich sagen, ey, wir haben jetzt nach dreiviertel Stunde hier Video aufgenommen. Ich hoffe, das reicht euch so. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall recht herzlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Crypto Talk. Lasst es euch gut gehen und wie immer, stay crypto.